Ihr seht, ich bin wieder mal unterwegs und ich mache dieses Mal eine Schifffahrt, eine Kreuzfahrt, zum ersten Mal in meinem Leben. Aber das wird alles andere als ein Erholungsprogramm werden, denn wir haben 10 Stunden Busfahrt hinter uns und 6 Tage absoluten Wahnsinn vor uns. Rave & Cruise 1996, eine Woche lang Techno auf hoher See. Dienstag, 21. Mai 1996. Sind im Hafen von Genua angekommen. Es hat noch mal 3 Stunden gedauert, bis wir endlich an Bord gehen konnten. Doch jetzt ist unser Schiff, die Ausonia, endlich ausgelaufen. Mit mir sind etwa 500 Techno-Fans an Bord gegangen. Ich würde gerne wissen, was unser Kapitän und der Rest der 250 Mann starken Besatzung über uns denkt. Bis jetzt tun sie alle noch so, als wäre das hier eine ganz normale Kreuzfahrt. Na, die werden sich umschauen. Uns alle sehr bemühen, diese Kreuzfahrt für sie so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir möchten, dass sie unser Schiff und unsere Besatzung in guter Erinnerung behalten. Noch einmal, gute Kreuzfahrt. Gerade beim Captain's Cocktail. Das Schiff ist ausgelaufen, wir hätten es kaum für möglich gehalten. Ja, und jetzt wird getanzt, richtig anspruchsvoller Musik, hier auf dem Unterhaltungsdeck. So, und hier ist unser Captain, Herr Boriani. How do you like the trip? I could say that it's a normal trip for me. It's strange because I haven't seen passengers inside. All the time on the swimming pool, dancing and music. It's the first cruise like this one. What do you think about the music they listen to here? It's not my music, by sure. But is the music of my son, yeah, or my daughter? They are young. So you are used to it? Sure. Dienstag, 21. Mai 1996, Nachtrag. Habe heute den Kapitän kennengelernt, macht eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er nach den ersten 24 Stunden Beschallung immer noch so entspannt sein wird. Es wird ihm schwerfallen, der Musik aus dem Weg zu gehen. Die 10.000 Watt Anlage neben dem Swimmingpool schmettert die Bässe bis aufs Vorderdeck. Das Essen an Bord ist eher mittelmäßig, aber Sonne und DJs tun alles, um uns bei Laune zu halten. Erzähl mir nochmal, wie kamst du dieser Idee dafür, dazu, sich so ein Boot hier zu mieten und nur Musik zu machen? Boah, tja, wie kam das? Wir haben ja eigentlich schon mal vorher mit diesem Rave on Snow angefangen, so irgendeine Touristik-Kombination zu finden. Mit Party, mit guten Leuten. Und dann hatten wir uns zuerst ein festes Ziel ausgesucht, also wirklich eine Landgeschichte. Und dann kam die Idee zu dem Boot. Irgendwann mal abends, so. Hier ist alles zu mit Sponsoren, die hier auch ganz gut auftreten. Wer macht denn hier den Reibach? Tja, ich meine, verdienen tun wir, selbstverständlich, möchte ich nicht leugnen, aber ob das jetzt ein Reibach ist, ist auch ein irrsinniges Risiko. Ja. Das ist ein Vollcharter, das heißt, du stehst auf jeden Fall für die gesamte Summe gerade und wenn es nicht hinhaut, heißt zahlen, wenn es hinhaut, darf man auch verdienen. Ja. Zwischen 900 und 1400 Mark kosten die Tickets für diese Party auf hoher See. Das Schiff ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Für die Veranstalter hat sich dieses Geschäft mit Sicherheit gelohnt. Es ist Mittwochnachmittag, wir haben die erste Nacht an Bord ohne große körperlichen Schäden überstanden und wir sind an unserer ersten Station angekommen. Spanien, Barcelona. Mittwoch, 22. Mai 1996. Der Nachmittag in der katalanischen Hauptstadt Barcelona ist eine gute Gelegenheit, meinen Trommelfellen und Tanzbeinen einige Stunden Ruhe zu gönnen. Habe mir ein paar Sehenswürdigkeiten von Gaudi angesehen und mich anschließend auf den Ramblers rumgetrieben. Für meine Army. Es tut mal ganz gut, keine laute Musik zu hören. Endlich kann man sich mal mit Leuten unterhalten, ohne sich die ganze Zeit anzuschreien. Abends erwartet man uns in der Diskothek Polyester. Der Club
den man uns als das Beste angepriesen hatte, was diese Stadt zu bieten hat, kann mich nicht so recht begeistern. Tanzen auf hoher See, unter freiem Himmel, ist einfach viel schöner, als in einem kleinen, dunklen, stickigen Keller zu schwitzen. Vielen, glaube ich, geht es so wie mir. Zwar ist es schade, nur so wenige Stunden in dieser Stadt verbracht zu haben, aber auf unserem Traumschiff ist es halt doch am schönsten. Gegen 5 Uhr stechen wir wieder in See. Gib mir noch einen schlauen Kommentar über dieses Boot ab, wie es dir bis jetzt gefallen hat. Super. Anders als letztes Jahr, aber... Wieso anders? Mehr Leute, größeres Schiff, weniger Zeit, vor allem weniger Zeit. Nervt es? Weniger Zeit nervt. So schnell wieder zurück müssen. Was war der beste Augenblick bis jetzt für dich hier? Die Sonnenaufgänge. Die Sonnenaufgänge abgefallen, wie der Energie plötzlich rüberkommt, wie es nachts eigentlich recht kalt ist so ein bisschen. Und dann kommt die Sonne und plötzlich kommt Energie und Wärme und dann geht's auch richtig ab wieder. Während die einen ihre Energie beim Tanzen verschleudern, müssen die anderen arbeiten. Auf dem Schiff entsteht das neue Musikvideo zu der Platte von Tom Novi und Afrika Islam. The Odyssey. Nomen est Omen. Die Geschichte ist ganz einfach, dass wir zwei, die wir ja vom Mars stammen, in ein interplanetarisches Reisebüro gehen und dort eine Reise auf die Erde buchen, die uns mal so richtig entspannen lässt. Und das gibt's dann auch zu sehen im Video. Ich komme aus der South Bronx, New York City. Meine musikalischen Wurzeln liegen eigentlich im Hip-Hop. Aber weißt du, irgendwie ist das doch alles dasselbe. Raven Cruz, ich hab's überlebt. Raven Cruz, das ist wie eine große Kugel aus Pillen, die einen Abhang hinunterrollt. Wenn man sie nicht irgendwann zum Stehen bringt, dann geht es weiter, immer weiter. Im Ernst, wenn man die ganzen Leute über Bord geworfen hätte, wäre die See für die nächsten Jahre verseucht. Tatsächlich gibt es mal wieder Leute, die glauben, sie müssten sich mit Tabletten über die Müdigkeit hinweg retten. Bei mir würde wahrscheinlich der stärkste Muntermacher versagen. Als unser Schiff in Ibiza einläuft, bin ich tief und fest am Schlafen. Nachdem die letzte Nacht etwas anstrengend war und bis in die frühen Morgenstunden gedauert hat, habe ich tatsächlich fertiggebracht, den ganzen Tag zu schlafen. Ich habe von dieser wunderschönen Insel nichts gesehen, kein Fetzen Sonne. Macht aber nichts, denn jetzt geht es weiter im El Divino, dem wohl angesagtesten Club im Augenblick hier in Ibiza. Yes. Drei Tage Raven Cruz, Nils Bokeberg trägt Brille. Was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass ich irgendwie jetzt schon ein paar Tage gefeiert habe und natürlich auch keinen Sonnenaufgang ausgelassen habe und deswegen leichte Ränder unter den Augen habe, die ich somit versuche zu kaschieren. Da geht uns ja allen so. Wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, ist lustig. Also gute Leute halt, man merkt halt direkt, dass sich quasi Grüppchen bilden. Wobei es jetzt bei uns so ist, wo du ja auch dazu gehörst zu der Gang, dass es halt eher so ein 100er-Grüppchen ist, was sich bei uns gebildet hat. Bei den anderen eher so 5er-Gruppen und so. Aber es ist schon, also es ist eine Menge Spaß. Ich stehe ja normalerweise ziemlich auf Techno, aber ich kann jetzt irgendwie nach 3 Tagen, sehne ich mich nach einem Jazzclub. Ich kann es nicht mehr hören. Also ich bin jetzt erstmal für ein Jahr bedient, was Techno betrifft. Echt, weil es läuft ja echt den ganzen Tag. Man wird den ganzen Tag mit dieser Musik beschallt und irgendwann so hängt es ja echt zu den Ohren raus. Man trifft ja hier nette Leute. Auf dem Boot hat sich bis jetzt ein bisschen zurückgehalten, aber jetzt haben wir ihn hier. Nach 3 Tagen auf dem Boot, wie geht's dir da? Well, I'm fine actually, you know. Mir geht's gut. Ich nehme keine Drogen, es gibt gutes Essen und dann arbeite ich viel. Es gibt mir viel Energie, Leute zu interviewen, dann ein bisschen zu tanzen und etwas Sonne zu tanken. Und was hältst du von diesem Feeling, von dieser speziellen Atmosphäre auf dem Boot? Well, yeah, I had a good time. Ich hatte eine ganz gute Zeit, aber es ist schon hart, 24 Stunden am Tag Musik, ohne Unterbrechung. Es war wirklich
super bis jetzt, aber viel zu kurz. Ist alles viel zu kurz. Bis jetzt war es wunderbar. Ich habe die Traumfrau, glaube ich, mit der ich gerne sterben würde, kennengelernt. Ist so. Ja, ich meine, ein paar Versprechungen wurden halt nicht wahrgemacht. Ne? So mit den Bussen und mit den Überführungen zu den Inseln und hin und her. Aber ansonsten von den Partys echt okay. Sonne, Meer, ja. Spaß hat man. Wenig schlafen haben wir, aber nette Kameramänner, nette Moderatoren. Kleines Zimmer, schönes Zimmer. Ja, wenn du was anders machen dürftest, was würdest du anders machen? Was ich anders machen würde? Weniger schlafen. Wie war es bis jetzt? Geil, ja. Gut, ja, sehr gut. Klasse, wunderbar. Geiles Wetter, gute Musik, wunderbar alles. Schön. Reicht es als Urlaub nur zu feiern? Bitte? Ist es genug als Urlaub nur zu feiern? Ja, auf jeden Fall. Für die paar Tage ist das schon okay. Ja. Auf jeden Fall. Urlaub ist was anderes, das ist Party. Ja. Geht ihr danach auf Erholungsurlaub? Ja, wahrscheinlich. Kann man von ausgehen. Freitag, 24. Mai 1996. Morgen ist alles vorbei. Im Großen und Ganzen hat es viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, Urlaub ist was ganz anderes.